Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Und wer will hier was? Okay, mitnehmen. Danke. Ja, finde Markus Tools Familie. Da waren wir stehen geblieben. Ist das jetzt mein neuer Gleiter? Ja, gut. Ja, wie ihr seht, Doppel-EP-Wochenende ist vorbei. Vorerst. Das fängt morgen Abend, glaube ich, wieder an. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, morgen ab 19 Uhr sollte es, glaube ich, weitergehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann natürlich auch jetzt komplett falsch liegen, aber morgen fängt es definitiv an im Verlauf des Tages. Und wenn nicht, Samstag garantiert. Und, du kannst du Sachen bauen. So, waffentechnisch. Blasterläufe, Blasterläufe, sehr schön. Reflexlauf 14. 18, 12. Sind doch die, die drin sind, oder? 18, 12, ja. Okay. Dann bau mal. Ah, verdammt, ich vergaß. Ihr könnt ja nicht 5 bauen, ihr könnt ja jeweils nur 1 bauen. Macht's den Free-to-Playern doch noch schwerer. Ist doch klar, wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben. Aber wie gesagt, ich hole mir ja bald wieder Abo, deshalb ist es wurscht. Mir jedenfalls. Irgendwas. Hier kann ich viel verkaufen, wie es aussieht. Oh, und die neue Knarre benutzen. Nee, nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Die kann eigentlich an den nächsten Kommando weitergereicht werden. Falls ich mir noch meinen Hub ziehe. Mal schauen. Ja, allgemein Chat, tschüss. Gute Nacht. Dann wollen wir hier rüber und ich will, glaube ich, den rechten Weg nehmen, weil da oben geht's zur Quest. Hehe. Wieder Leute vernichten. Yay. So wie es sein muss. Da hinter dem Baumstamm wartet einer. Das Jurangebirge. Da ist es. Eine? Ja, eine. Ach, von Haus Alde. Die ist eine Gelehrte. Ah ja. So, das wird natürlich wieder geskippt. Wenn das dann auch startet. Ja, weil wenn sie startet, kann ich es nicht skippen. Wäre natürlich schon schön. Irgendwie. Ah. Ah, jetzt aber. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Nein, ein Söldner? Nun nie. Wie kann ich mich ja nützlich? Ich kam hier hin. Das Haus, wenn ja, wir... Ja, das bla, nerv nicht. Ja, ist gut. So, Zugangscodes. Ich weiß jetzt nur nicht, wen ich dafür töten muss, aber das ist immer so. Die Satellitentechniker, okay. Kein Ding. Das ist, glaube ich, hier oben. Ja, Karte, please. Danke. Buschräuber, Satellitentechniker. Guten Tag. Ich hoffe, ihr sterbt gerne. Wow. Tag. Tschüss. Wow. Wow. Was für ein Satellitentechniker. Respekt. Oh, da. Wo? Ach, da. Schwach. Klar. Wird von dem Effektivschuss nicht, von dem Gravitationsgeschoss nicht direkt umgenutzt, aber von dem anderen. Ach, hier, friss meinen Gefährten. Wenn nicht, stirb halt. Oh. Die haben noch keine Codes dabei. Oh, Mist. Feuer! Ja, da ist ein Code! Alles erledigt. Gut, ich habe einen Lauf bekommen. Oh, da sind sogar zwei drin. Jetzt bin ich happy. So, hier ist ein Pfadfinder. Hier war einer. Hi! Tschüss! Ein Satellitentechniker, der ist mir. Und auch der hat so ein Ding dabei. Der natürlich nur eins. Warum auch die gute Kombo aufrechthalten, ne? So, one hit, tschüss. Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Um. Ich hoffe, es macht ihn. Tot. Okay, ich warte kurz. Pfadfinder, Satellitentechniker da hinten. Feuer.
komm, du hältst doch nicht mal so ein Gravitationsgeschoss aus. Boah, tot. Und er droppt was, cool, meins. Noch so einer. Den pull ich mal so. Bam. Tot. 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 Aber immer noch drei Codes. Zwei Codes, die mir fehlen. Pfadfinder, Wächter, Wächter, Satellitentechniker. Aber fertig. Was? Du lebst noch? Was zur Hölle? Stirb gefälligst. Du auch. Du sowieso. Bam. In your face. Mitnehmen. Nachladen. Und gleich sieht man wieder eine Schönheit von Alderaan. Wenn man so auf so einem Berg steht, das ist echt geil hier oben. Wenn man den böse gesäubert hat. Wow. Wie gut ich gezielt habe. Hi. Oh, Kick. Ja. Die Ecke ist ein bisschen doof. So. Hack das Relais. Wie man sieht, das ist einfach richtig geil gestaltet hier oben. Oder da unten. Oder überall eigentlich. Ah! Randale! Wuhu, Angry News. Eine der geilsten Sachen, die je erfunden wurde. Kick. Cool, ich kann durch die Wand schießen. Wer möchte das nicht? Durch die Wand schießen ist cool. So, wenn mich nicht alles täuscht, sitzt da hinten irgendwo ein Elite oder ein Champion. Da hinten irgendwo, der sterben möchte. Und das wird der auch. Hoffe ich zumindest. Meins, notfalls muss ich heilen. Und dann werden alle sterben. So, einer das Ding gehacken. Guten Tag. Ich nehme das mal an mich, was immer hier ist. Dankeschön. So, zurück zu der. Zielen. Tot. Wow, er hat Coltoson, das ist unfair. Arschloch. Oh, hier ist Commander. Cool. 1, 2, 3. Effektivschuss. Okay, tschüss. Spiel mit mir. Dann nicht. So, auch umgenutzt. Nachladen. Mit der Druide auch wieder lebt. So. Da am Feuer steht er. 30, Level 30 mit 30, 38k Life. Das ist eine ansehnliche Menge für unser Level. Na, das machst du nicht. Okay. Let's do it. Da fällt mir gerade ein, wenn es kritisch wird, kann ich das Ding aktivieren. Einmal. Nein. Hi. Noch einen Hinderungsschuss habe ich leider nicht. Werfe ich das Ding da mal rein. So. Zup. Oha. Gefährte fast down. Jetzt muss ich heilen. Und das machst du nicht, Fräulein. Ah, so geht's auch, okay. Da! Pfui! Spezi-Sonde. Ich kann den nicht immer kicken! Verdammt! Okay, nochmal heilen. Oh fuck, er stirbt gleich. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Gott.
Ach du Schande. Es wird auf jeden Fall eng. Verdammt eng! Super Heilung! Nein! Geht nicht! Ohne dich sterbe ich eh! Oh Gott, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Oh oh. Aua! Das Gute ist, dass man als Kommando sich wirklich frei bewegen kann. Nein, kein Hinterhalt für mich. Dankeschön. So, 3K hat er noch. 2,5. Das schaffe ich! Ja, das schaffe ich. Hoffe ich! Ja! Hui! Okay. Ah, das Ding hat mich geheilt. Okay, sonst wäre ich tot. Sehr gut. Damit hätten wir einen ziemlich starken Gegner umgehauen. Verdammt knapp, aber umgehauen. Das reicht. Umgehauen ist umgehauen. Wow. Da sieht man mal, was ein Kommando auch für eine Todesmaschine sein kann. Jetzt keine Lust auf euch. Sorry. Ich will aber die Aussicht genießen. Also, ihr steht im Weg. Also. Okay, selbst schuld. Gibt es einen Weg da runter? Wäre interessant zu wissen. Ich muss in die Richtung. Ich will in die Richtung. Ja, nicht ganz. Ich muss in die Richtung. Da unten muss ich hin. Aber hier ist ein Abgrund. Das ist doof. Aber seht euch das mal an. Und ich habe die Grafik noch nicht mal auf volle Pulle. Weil ansonsten laggt es bei mir nur noch. Nicht ganz so schön. Deshalb sind die Grafiken nicht voll aufgedreht. Mit voll aufgedrehten Grafik muss das ja mal richtig geil aussehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinfahre. Was am I doing hier? Was? Ich habe aus. Hä? Ich bin verwirrt, egal. Dreh wieder um. Keine Ahnung, was ich da jetzt. Wie. Egal. Hier sind Ruinen von irgendeinem Berg. Hier geht's. Auf. Die pulle ich wahrscheinlich. Ist mir wurscht. Falls ja, werden sie sterben. Nein, besser nicht. Ja, ja, schieß. Na, klasse. Agro-Reduce! Hi! Ja, ja, solange mein Ruido nur stirbt. Nicht auf mich schießen, bitte. Ich bin gezwungen, mich zu heilen. So. Oh, Gefährte tot. Nicht gut. Jetzt bräuchte ich noch einen Agro-Reduce. Das wäre praktisch. Oder die resetten jetzt einfach. Das wäre super schön. Heilung. Na also. Hui. Mit der Knarre da in der Hand. Hey. So. Dann einmal das Ding damit abwerfen. Wow, die kann man sogar heilen. Ach ja, M1 fix, antreten hier. Du Depp. Chaos-Trupp. Jo, ist das gut. Satellitenrelais. Vielen Dank, junger Mann. Als ihr vom Haus riss, wenn wir zu ihr. Ich kümmere mich. Ihr Riss habt, wenn ihr den. Ja. 2010. Nö. 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 Die Planetenauszeichnung. Und weiter geht's. Schalte zwei Teile aus. Das sind die hier, ne? Ja. Da oben ist die Familie von Marcus Tool. Joa. Mal los. Mal schauen, wie es so geht. Oh, ist das das, was ich denke, was es ist? Da ist ein Wachposten. Das könnte sein, dass da unten das Teil der Welt.